Chemotherapie und Bestrahlung können ja einen Einfluss auf Fruchtbarkeit haben. Und das ist gerade bei jungen Erwachsenen ein großes Thema, weil vielleicht Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Wie war denn das Thema Kinderwunsch bei euch Thema vor der Behandlung und vielleicht auch während der Behandlung? Also ich hatte jetzt noch keinen genauen Kinderwunsch, war noch nichts in Planung, aber über die Zukunft mache ich mich in dem Moment trotzdem Gedanken, wenn man hört, dass die Fruchtbarkeit in Gefahr ist. Und ich habe für mich auch mit Beratung der Ärzte entschieden, keine Samenspende abzugeben, da für mich die Art, so Kinder zu kriegen, nicht in Frage kam. Ich hatte schon früh einen starken Kinderwunsch. Ich komme aus einer großen Familie. Für mich war das irgendwie schon immer ein Thema und ich habe es deswegen gemacht. Aber es ist natürlich auch sozusagen nur so ein Backup, was ich habe, was mir die Sicherheit gibt für die Zukunft. Und es kann ja immer sein, dass eben durch die Chemotherapie da was kaputt gemacht wird oder dass bei einer OP mal ein wichtiger Nerv durchtrennt wird und so weiter. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, es zu machen. Aber muss natürlich hinzusagen, es ist eine ziemlich teure Sache, die momentan auch noch gar nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Bei mir hat es ungefähr 1000 Euro gekostet und danach auch jährlich mehrere hundert Euro Lagerungsgebühren. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Vater hatte, der irgendwie in der Lage war, diese 1000 Euro zu zahlen. Aber das kann natürlich nicht jeder in unserem Alter, gerade wenn man irgendwie noch im Studium ist oder gerade im Beruf eingestiegen. Genau, daran arbeiten wir in der Stiftung, dass wir das hinkriegen, dass das endlich gezahlt wird. Ja. Bei Frauen, jungen Frauen, ist das tatsächlich sogar noch eine etwas höhere Summe, weil es eine längere Prozedur ist, die Fruchtbarkeit zu erhalten. Es kostet das einfach mehr Geld, es sind mehr Medikamente und es ist einfach ein langwierigerer Prozess als eine Samenspende. Das war für mich einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, es nicht zu machen. Gleichzeitig war ich aber auch, ähnlich wie bei Bernd mit 23, noch nicht so wirklich damit beschäftigt, über Kinderkriegen nachzudenken. Wusste aber eigentlich auch schon vorher immer schon, dass Kinderkriegen bzw. Familie haben auch anders möglich sein kann und ich mich damit auch eigentlich recht wohlfühle. Gleichzeitig hatte ich auch das Glück, dass mein OnkologInnen-Team sehr vorsichtig war mit dem Thema, also mich nicht nur in eine Kinderwunschklinik geschickt hat, um mich zu informieren, sondern auch mit mir diskutiert hat, welche Form von Behandlung ich machen kann, die da einfach ein bisschen milder und ein bisschen vorsichtiger mit umgeht. Und das ist dann auch die Entscheidung, die wir getroffen haben. Wobei ich mich auch sehr wohl gefühlt habe, weil ich dachte, ich bin mit eingedacht worden und es ist auch vor allem das Leben nach der Behandlung und nach dem Krebs mitgedacht worden und nicht nur, wie kann ich diese Krankheit besiegen. Und das war für mich ein guter Moment oder ein guter Start in die Behandlung und habe mich relativ handlungsfähig und mündig gefühlt. Und es ist natürlich auch so, dass man nicht viel Zeit hat, um diese Entscheidung zu treffen. Also bei mir war das so, ich hatte letztendlich zwischen der Diagnose und der ersten Operation, bei der mein Hodentumor entfernt wurde, 72 Stunden Zeit. Und es musste alles sehr schnell passieren. Und dieser Besuch an der Kinderwunschklinik ist natürlich auch nicht besonders angenehm. Also ich war da zum Beispiel mit meiner Schwester, die mich begleitet hat. Die wurde erst für meine Frau gehalten und da sind so ganz komische Szenen passiert. Und deswegen, ich bin froh, dass ich es im Nachhinein gemacht habe. Aber ich kann trotzdem verstehen, wenn es jemand nicht machen wollen würde und wenn einfach in den ersten 72 Stunden nach der Diagnose andere Themen im Vordergrund stehen. Wichtig ist, glaube ich, und das ist auch der Versuch, den wir starten mit diesem Clip, ist, sich darüber Gedanken zu machen, dass das eine Entscheidung ist, die vor einer Behandlung passieren muss. Und dann leider eine sehr schwerwiegende Entscheidung, die vielleicht auch völlig überfordernd sein kann in der Situation. Aber uns ist es wichtig, dass das Wissen da ist. Viele ÄrztInnen haben das, so haben wir das mitbekommen, mit anderen Betroffenen, die wir gesprochen haben, versäumt, darüber vorher zu sprechen. Und das ist natürlich ein Unding, eine grauenvolle Tatsache, mit der Menschen dann konfrontiert sind, ohne dass das sein muss. Und deshalb ist es uns ganz wichtig, informier dich, sprich mit deinen ÄrztInnen, geh in die Kinderwunschklinik und tausch dich darüber aus und vor allem irgendwie fühl dich wohl mit deiner Entscheidung.